Na, erstens mal finde ich, es ist schön, nochmal eine Saison hier mit Alba dabei zu sein, für mich persönlich. Und ja, 7 Siege in den Vorbereitungen, das darf man natürlich jetzt nicht überbewerten. Manche Spiele waren jetzt natürlich auch wie die Spiele in Oranienburg sehr, sehr deutlich. Da hatte die Mannschaft auch gerade erst angefangen zu trainieren, gegen die wir gespielt haben. Aber jetzt am Samstag in Polen war schon eine sehr, sehr hohe Steigerung von unserer Leistung auch, weil Alex und Wojtan dabei waren. Und ich glaube, so wie wir da gespielt haben, sollte es auch übers Jahr aus so der Stil sein, dass wir sehr aggressiv waren. Und ich finde, der Fortschritt ist zu sehen. Heute Abend werden wir das erste Mal komplett sein, mit Lavan auch dann. Und ja, ich denke mal, Sascha, der ist ja nicht wirklich immer nicht sofort zufrieden, aber ich glaube, innerlich würde er so sagen, dass er schon so ein ganz guter Ding ist. Lavan ist dabei, Wojtan und Alex. Was können die drei Jungs dem Team geben? Natürlich ihre Aggressivität in der Verteidigung. Alex und Wojtan haben das beim Spiel, jetzt, wie ich auch schon gesagt habe, in Polen schon gezeigt. Und unsere Bank ist sehr tief dann auch mit denen allen drei noch zusammen. Also der Coach kann viel rotieren und kann den Druck und die Intensität immer hochhalten. Und das ist halt wichtig, auch bei so wahrscheinlich sehr langen Saison. Ja. Du bist als Kapitän natürlich wichtig, so als Führungspersönlichkeit. Wie siehst du deine Rolle so im Sportlichen? Ja, wenn ich gerufen werde oder halt eingewechselt werde, meine Sache einfach machen, was von mir verlangt wird. Energie bringen, positiv immer sein, den Jungen helfen. Ja, einfach auch aggressiv sein und bereit sein für alles.